Wo sind wir denn heute, Thomas? Heute sind wir in Wien, in SimCity. Und der Bus parkt einfach hier? Darf hier stehen bleiben? Oder nein, der Bus wird da oben geparkt. Aha. Wo das Stromkabel liegt, da parken wir gleich. Eben den Trailer leer machen und dann rückwärts da hoch. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe euch so vermisst. Ich zeige euch jetzt mal die Venue. Richtig krass, richtig schön, richtig groß. Kommt mit. Hier haben wir einmal die Bühne, wo nachher richtig krass die Post abgeht. Da ist schon der Uwe, das ist der Schlagzeuger, den habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, der sich gerade ein paar Söckchen überstellt. Hier stehen schon alle Sachen, die wir ausgeladen haben, gerade aus dem Bus und aus dem Trailer und aus dem Sprinter. Das kommt alles auf die Bühne gleich noch, aber da muss erstmal das Licht stehen, damit wir mit dem Rest aufbauen können, damit wir keinen stören. Hier ist unser kleiner Tour Pikachu. Keine Ahnung, wo der aufgetaucht ist. Auf einmal war da, sieht schon ein bisschen mitgenommen aus. Und man sieht, die Tour ist ein bisschen anstrengend, aber ja, sieht noch topfit aus. Wofür ist dieses riesen Bettlaken? Dieses riesen Bettlaken ist nachher für unseren Beamer. Wir projizieren dann nachher ein Bild mit diesem großen Beamer vom FOH hier drauf. Und dafür brauchen wir eine Projektionsfläche einfach nur. Was genau ist eigentlich die Bezeichnung für deinen Job? Ich mache den Monitor-Sound, also ich bin der Monitortechniker für diese Produktion und mache den Sound auf den Ohren der Band und von Leonie. Stimmungskanone ist jetzt auch da. Endlich! Bist du eigentlich Tänzerin oder Moderatorin? Beides. Ich habe mehrere Talente. Heute wird abgerockt. Wien, das wird krass. Ich freue mich. Hallo! Oh shit! Das muss aber noch versteckt werden. Ja. Wir haben die nämlich geschenkt bekommen gerade. Ich war gerade bei Radio Energy in Wien und die dachten, weil es so warm ist, schenken die uns ein paar Pistolen. Und da haben wir natürlich, na du, das ist ja perfekt für unsere Crew. So süße Kinder, ey, oh Gott. Da zwei so kleine waren da und die eine wollte dann immer mit mir kuscheln. Und ich so, kuscheln? Und jetzt siehst du, ja, und dann kommt sie her und umarmt mich und dann flüstert sie mir so ins Ohr. Ja. Ich möchte gern dein Kind sein. Ja. Du, deine Mama steht doch da vorne. Ja, kleine Schwester ist auch okay. Aber die war halt so 4 oder 5 Jahre und die war so süß. Ich kann nicht kaschen. Stimmen wir? Wo sitzen die denn? Geheim. Ja, dann musst du Lamali aber abmachen. Ja, natürlich. Wo sitzen die hier von euch? Nicht wirklich. Okay, dann müssen wir. Ja, aber es ist ja umso besser, weil jetzt wir haben ja noch so viel Zeug in der Hand. Ja, stimmt. Hopp! Komm schnell. Hallo, Bruder! Hallo! 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 Sorry Leute, wir konnten es nicht anders. Die haben uns die geschenkt, wir mussten das machen. So an der Seite ist man so. 3 Schritte und dann müssen wir uns treffen. Wer getroffen hat, der gewinnt. Okay. Auf die Plätze, fertig, los. 1, 2, 1. Okay, wir machen das. Wir haben beide verloren. Wir haben beide verloren jetzt. Was? Und alle direkt weg. Ich hab sie. Guten Tag. Ey, sagst du, der Morgen mit den beiden schon wieder scheinbar. Es war einfach schon wieder geprägt von. Hallo, ich bin hier! Ich hab doch gesagt, ich schaff. Hey!
Und wie lief denn deine erste Tour bis jetzt? Schön, unheimlich schön. Also mehr als ich jemals erwartet hätte, weil ich ja gar nicht wusste, was ich erwarten soll von meiner ersten Tour. So, das ist das erste Mal, dass Leute sich wirklich Tickets für mich kaufen, um mich zu sehen. Jetzt bist du ja schon eine ganze Zeit lang. Da ist nichts drin für dich. Ich schwöre, das ist einfach nur eine Show. Das macht die jedes Mal, wenn ich ein Interview habe, dann rastet die auf. Mali! Aber man kann ja auch nicht böse sein. Geh ab jetzt! Aber da wurden noch gar keine Gespräche dergleichen geführt. Okay. Jetzt hast du ja dann noch das Konzert. Hallo! Sorry. Das lassen wir alles drin. Das schneiden wir nicht raus. Ich hab dir nichts getan. Ja. Mann! Wollen wir uns mal ein bisschen zusammenreißen, wo hey. Wir arbeiten? Nein! Sitz! Mach Platz! Und bleib! Mach mich ja auch im Mund so. Okay. So, beide machen. Du hast doch den Arsch offen! Jetzt tut sie wieder so, als wäre nichts gewesen. Ich glaube, sie mag es nicht, wenn sie deine Aufmerksamkeit nicht hat. Kann das sein? Die mag es nicht, wenn sie nicht meine Aufmerksamkeit hat, sondern die mag es nicht, wenn sie nicht die Aufmerksamkeit vom Raum hat. Ich habe gerade ein Interview, oh nein, das geht natürlich nicht, deswegen muss sie erstmal hier. Aber ich verstehe es, Mali, weil du bist ja auch das süßeste Baby, das es gibt. Was machst du? Plakatis unterschreiben für heute Abend. Wir haben nämlich keine mehr, keine unterschriebenen. Und damit die Leute natürlich nicht leer ausgehen, werden jetzt ein paar unterschrieben wieder. Beziehungsweise ich glaube, ich mache jetzt einfach alle, weil dann habe ich das mal. Und dann sind einfach alle für die restlichen Städte gleich unterschrieben. Und dann geht im besten Fall jeder happy nach Hause. Für dich und ja für mich. Dankeschön, viel Spaß. Was sind denn so deine Gedanken immer vor so einer Show? Am besten gar nicht groß nachzudenken. Einmal ein bisschen locker machen, so hier zu sein, sowas. Bist du mittlerweile immer noch nervös davor oder ändert sich das irgendwann, wenn man viel spielt? Nee, ich bin nicht nervös. Überhaupt nicht? Nö. Meine Liebsten, wir sind wieder in der ursprünglichen Konstellation. Ich freue mich unheimlich. Lasst uns die Wiener zu Fett. Too much, just turn off the lights. Back and forth like all of the time. No, it's a lot, but just don't think twice. Was war das? Oh mein Gott, ich bin so verliebt. Meine Mama hat geweint wie ein Schloss und auf der Bühne. Was? Oh mein Gott. Was zur Hölle? In den anderen Städten war es auch schön, aber es war nirgends so wie bei euch. Also, ich habe in Frankfurt habe ich ein paar Tränen vergossen, aber was der erste Stopp war, aber so wirklich so herzlich wie euch war, war lange nicht mehr bei euch. Das ist voll, ey, wirklich danke euch, es war wirklich sauschön. Nächstes Jahr ein Stadion, oder? Ja, schauen wir mal wieder. Ich hab so viel Zeit gespielt. Leute, das war so schön in Wien heute. Vielen, vielen Dank an alle, die da waren, die geschrien haben. Das war so krass. Ich habe noch nie so auf einer Bühne geheult und schon lange nicht mehr so geheult an sich. Das hat mich sehr berührt, wie süß ihr wart. Und ihr habt mir so viele Geschenke mitgebracht. Ich muss die jetzt alle mal kurz sortieren, in den Bus packen und ich freue mich schon nach der Berlin-Show, wenn ich wieder zu Hause bin, weil ich das alles anschauen kann. Deswegen vielen, vielen Dank an alle, die da waren. Und heute Nacht geht's weiter nach München und dann sehen wir uns morgen!